Ich wollte auch so cool sein wie die anderen, deswegen habe ich mir immer diese fancy Eisbehälter gekauft, die gerade ja jeder irgendwie gefühlt hat. Wir werden jetzt darin einfach mein absolutes Lieblings-Sommereis machen und dafür gehen wir jetzt runter und ich werde euch dabei mitnehmen. Alles, was wir dafür brauchen, sind einmal Fruchtzwerge, dann einmal Babyquetschis und natürlich auch die Förmchen, die habe ich jetzt gerade schon gewaschen und jetzt können wir auch direkt loslegen. So, wir nehmen dann erstmal was von dem Quetschi. Davon macht ihr einfach überall jetzt erstmal was rein. Dann einmal die Fruchtzwerge und davon könnt ihr dann immer so einen Löffel überall auch davon reingeben. Dann nehmen wir noch ein Quetschi, das Ganze kommt dann auch nochmal da rein. Und dann wieder Fruchtzwerge und einfach alles schön so ein bisschen miteinander verrühren. So, jetzt kommen die Deckelchen dann noch überall drauf. Das Ganze kommt jetzt für ein paar Stunden ins Gefrierfach und wenn ihr das Ergebnis nicht verpassen wollt, dann lasst das bloß verschwinden.